Jetzt haben die Männer ein Recht, inshallah. Seht ihr, wie nett wir sind? Wir geben erstmal den Frauen Vorrecht und dann heißt es immer, wir sind schlecht zu den Frauen. Ja? Na, ehrlich gesagt hat sich das heute so ergeben. Na, bitteschön. Welcher Bruder? Erstmal so der Bruder. Bruder, achso, Masha, guck mal, die Liebe, subhanallah, er gibt dir ein Vorrecht. Allahumma barik. Wie ist das bei Niederwerfung? Ja. Bei Niederwerfung steht mal Allah am nächsten. Wenn man Dua aufspricht, muss man auch Inshallah sagen? Oder nur der Bruder sagt, wenn man in der Niederwerfung sich befindet und Dua macht zu Allah subhanahu wa ta'ala, sagt man auch Inshallah? Nein. Inshallah lässt du komplett weg. In der Niederwerfung oder außerhalb der Niederwerfung, wenn du ein Bittgebet machst, dann sagst du niemals Inshallah. Ich weiß, dass das viele machen. Ich weiß, dass das sogar große Duat machen. Aber das ist falsch, weil wir haben eine klare Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir Inshallah sagen bei dem Bittgebet. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala kann zu nichts gezwungen werden. Deswegen, schaut mal, das ist auch eine Sache, die viele Leute falsch verstehen. Einer sagt, ja, aber ich mache Dua gegenüber Allah und ich sage Allah, ja Allah, gib mir das doch Befehl. Das ist kein Befehl. Das ist kein Befehl. Du befiehlst Allah nichts. Befehl in unserer Religion, wie die Usumiyun sagen, die Leute der Grundlage, ist immer von jemandem von oben nach unten. Aber wer ist oben und wer ist unten? Fragt Allah dich oder fragst du ihn? Deswegen, das ist kein Befehl, das ist eine Bitte. Das war eine Bitte. Und insofern, wenn einer sagt, ja Allah, gib mir, der bittet Allah Azza wa Jalla. Es hört sich an wie ein Befehl, aber das ist eine Bitte. Und deswegen, hier sagt er nicht Inshallah. Er sagt, ja Allah, gib mir und dann ist gut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, Wallahu Alam. Bitteschön.